Damit wären wir so weit durch. Ja, nun geht die noch Punkte über. Das heißt, wir haben einen zum Verschenken. Taking position. Der kann dahin. So, end turn. Soweit alles gut. Echt schade, dass am Anfang der Hammer-Terminator gestorben ist. Ich wollte gerade Hammer-Zwerg sagen. Aber ja, der Sergeant mit dem Hammer gestorben ist. Sonst hätten wir jetzt einen perfekten Run mal machen können. Okay. Und ein CP. Neu würfeln, 2 CP. Komm schon. So, du... Warte mal, Karte. Blips sind... Was? Keine Blips? Nur 3 Genestealer? Komisch. Okay, du geh einfach weg. Und er deckt jetzt beide Dinger hier ab. Du gehst einfach. Du gehst raus. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es angezeigt wird, dass sie draußen sind, bevor ihr überhaupt raus teleportiert. Ich glaube, das ist allgemein ein Fehler in diesem Spiel. Dass der Computer Sachen anzeigt oder benutzt, bevor die Grafiken quasi durchgelaufen sind. Genauso wie mit durch die Türen schießen. Für den Computer ist die Tür schon offen. Deswegen darf er schießen. Deswegen kommt die Schießanimation. Aber die Grafik von der Tür ist immer noch zu. Weil, ja. Hm? So, du kannst auch raus. Jetzt steht da schon wieder 3 sind draußen und er torkelt immer noch dahin. Als wenn der Computer halt keinen anderen Weg gibt, als dass das passiert. Was ja auch richtig ist. Aber für einen Menschen ist das ein wenig irritierend. So, und du bist ein Flammenwerfer. Du kannst doch mal weg. Damit hätten wir jetzt schon gleich 4 draußen. Das heißt, du und du können auch noch weglaufen und die beiden hier sichern das erstmal. Bist du auch im Overwatch? Nein. Du bist im Overwatch. Du hast keine Punkte mehr über. Du solltest noch mal schießen und auch in Overwatch gehen, sonst wäre das hier ein wenig schmerzhaft. So. Overwatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, nö. Enter. Die beiden sind gleich kaputt. Selbst wenn beides mal Ladehemmungen sind, haben wir noch Command Points. Das war jetzt keine Aufforderung. Du noch? So klar, er hat 2, die er hier umbringen kann. Er hat 2 Ladehemmungen. 3 Gegner. Und nur 2 Ladehemmungen. Okay, ich habe nicht 4 Gegner. 3 Ladehemmungen. 5, 6 Gegner. Also tauchen jetzt alle Blips hier auf, aber sie werden nicht angezeigt, weil das ja direkt, ne, davor ist. Okay. 2 CP neu würfeln. 3. Okay, du machst einen Schritt zurück. Gehst in Overwatch. Overwatch. Von hier oben kam was, oder? Nee, kam nicht. Nur da unten. Da unten ist echt das Krisengebiet schlechthin. Also du kannst durchlaufen. Du kannst durchlaufen. Du kannst dahin gehen. Hat Ladehemmung. Könnten einen Flammenwerfer dahin schmeißen. Jetzt müsste er rückwärts gehen. Blockiert dann aber den Weg. Aber dann kann er seine Position übernehmen. Na, das passt. Okay, also du. Erstmal Ladehemmung. Geben. Dann gehst du zurück. Dann gehst du dahin. Oh, kostet das viele Punkte. Nee, warte. Du hast noch einen Punkt. Das ist nicht gut. Was, wenn du dich hier umdrehst? Und dann dahin schießt? Kannst du deinen eigenen
Battle Brother verbrennen. Das ist nicht so schön. Das wollen wir nicht. Du könntest einen Schritt zur Seite machen und ihn schießen lassen. Ah, es kostet viel zu viel. Es kostet alle 3 Punkte. Wir haben ein Problem. Und ich denke, er wird sterben. Und er hat eh keine Punkte zum Schießen. Also behalten wir jetzt alle 3 CP bei ihm. Und hoffen dann, dass er die hier niedriger geballert bekommt, bevor er sie rankommt. Und du gehst weg. So, kein AP über. Kein AP über. Wo sind gerade unsere... Stopp. Ich habe den Zug rückgängig gemacht. Wo ist mein Flammenwerfer? Ah, Spiel! Ich wollte den Flammenwerfer nicht wegschicken. Also ja, ich habe ihn weggeschickt, aber ich wollte es dann rückgängig machen und dann hier gerne den Flammenwerfer wieder stehen haben. Aber das geht wohl nicht. Weil ich habe die Punkte verballert. Ich dachte, der Flammenwerfer hatte noch Punkte über gehabt zum Bewegen. Hatte er aber nicht. Moment mal. Wir haben jetzt 4 im Exile. 5, 6, 7, 8, 9. Ja, okay, doch, das kommt hin. Ich dachte schon, es wäre jetzt hier auch ein kleiner Logikfehler, dass man so immer und immer wieder mehr bekommen könnte. Aber, ja, nee. Okay. Du hast jetzt nur noch 2 AP. Und schaffst das damit hoffentlich. Der Rest kann sich nicht mehr bewegen. End turn. Also ja doch, 1, 2 Bugs stören mich doch noch. Die sollten wirklich gefixt werden. My weapon is jammed. I'm jamming Bolter. My Bolter has failed me. 2 Lade-Ammo. We live and die as brothers. Doc. Wir haben langsam ein Problem. Das sind nämlich echt zu viele. Target. Gut. Kommt noch mehr. Okay, aber das kann er hier halten. Das ist okay. Dass von oben jetzt auch noch welche kommen, ist nicht so schön. Das hätte ich gerne neu. So. Aber wenn er jetzt hier hingeht, müsste er die von oben, die von dem Gang lang kommen, auch erwischen. Das heißt, du gehst da lang. Yes, Commander. Gehst in Overwatch. So. Jetzt kommen die Probleme. Der hier muss nämlich... wir könnten uns zurückziehen. Und damit in Overwatch gehen, das hier wegschießen. Und dann, weil wenn ich jetzt mit ihm alles mache, dann werden wir viel zu viel Ladehemmung haben. Das sehe ich jetzt schon kommen. Aber wir haben 3, das muss klappen. So, du stirbst jetzt erstmal. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Das heißt, sie dürfen ihn nicht angreifen können. Jetzt drücken einfach die Daumen, dass er alle davon umbringt. So, der Rest rückt nach, so gut es eben geht. Du dahin, du dahin. Ja, ja, okay. Drehen, 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 drehen. Du Overwatch nach da, du Overwatch nach da. End turn. 3 Command Points. Immer noch 3. Immer noch 3. Sehr schön. Der kommt erst in 2 Runden bei uns an. Und in dem Blip war nur einer drin. Das ist okay. Warum konnten wir den Blip eigentlich da hinten schon sehen? Das ist komisch. So, Zug fertig. 4 CP ist okay. Also ja, den Blip da hinten hätten wir gar nicht sehen dürfen. Weil er guckt höchstens bis zu dem Feld, wenn man hier schräg so durchguckt. Aber gut, du zieh dich zurück. Taking position. Geh in Overwatch. Hier war irgendwo noch ein Blip da hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eventuell 7, je nachdem, wo der Jeans wieder landet vom Blip. Das heißt, wir können mit denen ruhig vorrücken. Ja. Nein, nicht so.
So. With all due haste. Dann benutzen wir 2 Punkte, um noch in Overwatch zu kommen. Das müsste okay sein. Der Rest rückt auf. Du dahin, du dahin. Ja, also schaffen werden wir die Mission wohl. Aber 2 Verluste ist nicht so toll. Der eine war absolut sinnlos. Das war einfach nur Pech mit dem Hammer. Also Würfelpech. Der zweite, den habe ich schon geistig verdrängt. Ja. Kaputt. Du bist ein Dreierblip, das ist okay. 1, 2. Oh. 3, also. Alle Gegner tot. Oh. Und ein neuer Blip da. Von hinten kommt eine Menge. Das wird alles von Sergeant Gideon aufgehalten. Gucken wir mal. 2 CP ist mir zu wenig. 1 CP. Das ist nicht nett. Ja. Du musst eigentlich nach da geben. Also gehst du einfach mal. Oh, da kommen ja auch welche. Du gehst zurück. Gehst in Overwatch. Bringst die beiden hier um, ohne viele Ladehemmungen zu haben. Gehst in die nächste Runde dahin, drehst dich nach da, gehst da in Overwatch und bringst die 3 und die 1 bis 3 da um. Ja, Gideon, ich sehe schlechte Karten für dich. Du gehst an die Position. Gehst auf den Overwatch. Falls der Radio was rauskommt und ihr flieht einfach. Damit die Mission fertig ist. So. Du kannst dich gleich noch drehen, aber sonst sind wir, glaube ich, durch. Du dreh dich nach da. Jo, sind fertig. Gucken wir mal. Also bei Gideon wird es am ernstesten Titel sein. Der eine CP, den wir haben, ist jetzt weg. Noch eine Ladehemmung und... tot. Ach ja. 3 Tote. Nicht schön. Oh, da kommen noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ja, wir müssen uns beeilen. Zum Beispiel wenigstens mit 6 Terminatoren schaffen. Was ja gefordert ist. Aber, hätte ich echt gerne mit allen geschafft. So, 6 CP. Das ist schon mal eine sehr gute Grundlage. Du gehst einfach darauf. Dann haben wir 5. Du kannst mit einem Command-Punkt auch raufgehen. Dann haben wir die Mission geschafft. Dann müsst ihr nur noch eher irgendwie dahin kommen. So. 6 sind draußen. Du hast jetzt... Na, hast du genug Zeit? Ja, doch, müsstest du hinkommen. Geh mal... Du... dahin. Vielleicht schafft er sogar noch den Command Points, das Ganze hinzubekommen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, müsst du hinhauen. Tada! Hätte wesentlich besser laufen können. Wesentlich. Swoosh. With blood you have bought time for your brothers to advance. Death will come for the enemy. Ja, wir haben wirklich mit Blut bezahlt. 3 Tote, dafür 45 Gegner tot. In 14 Runden. Ja, ist okay. Ist okay. Nicht schön, aber okay. Und jetzt in der nächsten Mission geht es um den eigentlichen Angriff auf die Pumpstation. Damit wir bei der nächsten Mission halt weniger Feinde haben, haben wir diese Mission hier überhaupt hier gespielt. Ich denke mal, es werden aber trotzdem noch tierisch viele Feinde kommen. Aber ja,
Das sehen wir dann nächste Folge. Also bis gleich.